willkommen hier beim Kochen. Hier auf Philips Gaming live und im Anschluss auf YouFill noch. Und zwar machen wir heute eine einfache Rahmsuppe. Ich habe mir ein tolles Rezept ausgedruckt bei knabberkult.de. Als erstes brauchen wir eine Hühnerbrust. Ich habe hier Lauch und Fleisch. Wie stehen geblieben? Punkt 1. Also, Hühnerbrust ordentlich würzen und von beiden Seiten in der Pfanne mit etwas Butter anbraten, bis es durch ist. Dann Eier kochen. Seht ihr? Da habe ich mich vorbereitet, weil zu Ostern gibt es Eier. Das hier. Eier. Sehr schön. Blau. Ja, blaue Eier. Zwei Stück. Läuft. So, Eier werden hier hingestellt. Stehen. Einmal frei. Muss man jetzt, wenn man die Hühnerbrust, ich gucke ja so viele Leute zu, ne? Anscheinend kennst du bestimmt einer aus, muss man die Hühnerbrust irgendwie waschen oder kann ich die jetzt einfach so würzen? Und sonst würde ich die jetzt einfach so würzen. Schöner Rücken kann ich übrigens auch entzücken, wollte ich jetzt schon was so gesagt haben. Lass uns zack und zack. Würze ich das, also weiß nicht, muss ich das waschen? Na, vorher immer waschen. Achso, hallo. Ja, jeder hört dich. Du brauchst nicht so rumschreien, dann wasche ich das jetzt vorher. Das mache ich zu Hühnern, damit es keiner. Das seht ihr doch. Also, wasch. Also, ich hätte es nicht gewaschen. Ja, ich fresse das Zeug so. Roh, normalerweise. So ein Armbrust, so immer reinbeißen und so. Hühnerbrust ordentlich würzen und von beiden ordentlich. Was meinen die mit ordentlich würzen? Salz und Pfeffer? Oder auch Chili und sowas? Ich hätte hier Pfeffer, habe ich da. Salz steht schon hausen. Was habe ich denn noch? Ich habe Grillhähnchen, Würzmischung. Komm, ich mache ein bisschen Chili ran. Was ist das hier? Das ist Hackfleisch, Gewürzsalz. Chili-Würzer. Ich mache einfach Chili ans Hühnchen, geht immer. Wenn er japanisch, da gibt es so scharf. Übrigens, ne, also eigentlich würde ich hier den Titel unten einblenden nicht nachmachen, weil es gefährlich Küche. Ich kann ja nicht kochen. Also doch, ich kann nicht, also schon ein bisschen, aber ich mach's halt nicht. Ne? Ich mache das jetzt nur für euch. Exklusiv. Guck mal. Und das Problem ist, die Küche sieht jetzt gleich schon wieder aus wie Sau, ja. So. Rückseite noch ein bisschen und dann läuft das. Ich muss jetzt glaube ich fünfmal abwischen, weil normalerweise. Ich muss auf uns erstmal kurz jetzt noch die Küche in den letzten 10 Minuten sauber gemacht. Weil sonst sieht das aus wie Sau. Das ist echte Butter. Ja, ich habe echte Butter. Das ist die real deutsche Markenbutter. Von ja wahrscheinlich. Was anderes kommt hier nicht ins Haus. Und da machen wir jetzt hier mal einen ordentlichen Klumpen Butter rein. Bam! Anmachen, volle Bulle. Komm, da geht noch mehr Butter. Ich hab noch nie mein Hähnchen in Butter angebraten. Hab ich das schon mal? Ich weiß es nicht. Noch mehr Butter. Okay. Ihr wollt ja, dass ich hier Butter esse. Mir ist es egal. Ich hab kein Problem mit Butter. Ich fress die roh, wenn es sein muss. Ich gehe jetzt gerade mal meine Prognose. Was? Ich gebe jetzt mal meine Prognose ab. Was heute passieren wird, ich sage ja, dass Ibi das Hühnchen verbrennt oder irgendwas hochgeht. Profikoch. Das war ich schon mal weitermachen. Eier kochen. Beendet. Schritt 2. Schritt 3 wäre, in der Zwischenzeit Öl in einen Topf heiß werden lassen und die kleingehackten Knoblauch- und Ingwerstücke. Kann mir mal einer erklären, wie ich Ingwer benutze? Ich habe mir so eine Ingwerknolle gekauft, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Kurz anbrannt. Dann Mirin und Sojasauce. Mirin habe ich keinen bekommen. Süßer Reiswein. Das schmeckt mir eh nicht. Das ist ekelhaftes Zeug. Und Sojasauce. Kurz umrühren. Hühnerbrühe ebenfalls in Besuch geben. Deckel drauf und bei 300 Flamme köcheln lassen. Ingwer ein Stück abstellen und raspeln wie Käse. Aber erst schälen, oder? Das ist die Frage. Schälen. Schälen und raspeln. Wie zerschneide ich denn so ein Ingwer-Ding hier? So sieht Ingwer aus dem Innen aus. Das geht ja voll leicht zu schneiden. Ich dachte, es wäre eine Wurzel. Oh, das riecht ja! Das riecht ja! Shane, ja, du sollst Butter so fressen. Ich soll Butter so fressen, hab ich kein Problem damit, wie gesagt, ich mach das ja, ich mach alles für euch, seht ihr? Da, Achtung, ekelhaft. Fast das, kein Problem, alles kein Problem. An Butter ist nicht schlecht, ob du das auf die Bämme schmierst oder da reinmachst, ist doch vollkommen egal. So, geht ab. Uha. Kann man Ingwer so essen? Wie schmeckt denn Ingwer eigentlich? Wie schält man denn das? Geht das mit einem Kartoffelschäler? Oh, das geht ja recht gut. Kann man Ingwer so essen? Ich weiß es gar nicht gerade aktuell, wie Ingwer schmeckt, um ehrlich zu sein. Probiere ich jetzt auch den Ingwer so, also ich habe da kein Problem damit. Das ist ja ekelhaft!
Pfanne qualmt, ne? Die dampft. Aber. Bra! Bra! Moment. Moment, ich muss mir kurz was zum Trinken holen. Boah, ist das ekelhaft. Okay, ich glaube, wir müssen das Fleisch mal wenden. Da drin, weil einer Seite ist angebraten. Guckt euch das leckere Fleisch an, ich halte es mal hoch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auskippe. Okay, wo sind wir jetzt stehen geblieben hier? Eier sind gekocht. Zwischenzeit Öl in einer Topf. Was denn eigentlich für ein Öl? Knoblauch und Ingwer Stücke kurz anbraten. Nicht eigentlich Stücke. Das heißt ja Stücke. Ne, raspeln. Stücke schneiden. Ich schneide das jetzt kleine Stücke. Damit ich dann immer drauf beißen kann, damit der Geschmack davon noch besser ist. Und ich mach das einfach so. Machen das die Profiköche, machen das doch mal so hier, oder irgendwie? Zack, 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 zack. Bis der Finger ab ist. Bam, bam, bam. Komplett eskalieren hier in der Küche. Aber komplett. Alter, so viel esse ich doch niemals von dem Scheiß. So. Ja, ich mache noch das. Ich mache noch das Stück. Das ist ja nicht mehr viel, das ist ja nur noch das. Kann ich auch alles machen. So, ganz genau, bist du fetter geworden oder liegt es nur im T-Shirt, du Fettzeug? Nee, ich bin fetter geworden, ich bin einfach fetter geworden. Ich nehme jetzt zu. Ich habe jetzt nichts zu tun, ich nehme jetzt einfach mal zu. So, ich kippe jetzt hier mal was rein. Muss reichen. So, zurück zu Knoblauch. Wie geht denn das? Muss ich den schälen? Schneide ich den auf? Ich mach mal den Knoblauchzehen auf. Den muss ich doch schälen, oder? Sag mal, gibt's da eigentlich auch irgendwas unter der Schale drunter oder ist das hier nur Schale? Ich habe noch nie Knoblauch so gekauft. Ah, ach so sehen Knoblauchzehen aus. Seht ihr, was das für eine Sauerei eigentlich schon wieder wird? Das Fleisch ist auch noch nicht durch, falls ich noch fragt. Ich hab's ein bisschen runtergedreht. Das köchelt vor sich hin. Was heißt köchelt? Brät vor sich hin, aber es riecht da übelst gut nach Butter. Für was sagt ihr ausdrücken? Ich probier das immer mit dem Kleinen hier. Entweder schälen oder ausdrücken. Rückseite ausdrücken. So oder was? Boah, krass! Ich bräuchte so eine Knoblauchpresse eigentlich. Hey, das funktioniert ja. Ist ja krass. Ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Ich weiß jemand, der eine Knoblauchpresse hat. Also kochst du, wenn du bei uns bist. Ja, bei euch habe ich wenigstens eine Knoblauchpresse. Oh, das funktioniert doch einmal freier. Ich könnte den ganzen Tag nur Knoblauch ausdrücken. Ich bin begeistert. Guckt euch das an. Was soll ich jetzt damit machen? Hab schon in der Zwischenzeit Öl in einen Topf heiß werden lassen. Öl in den Topf heiß lassen. Also machen wir den jetzt an. Ups. Boah, ist zu weit. Knoblauch und Ingwerstücke kurz anbraten, dann Mirin und Sojasauce zugeben. Statt Mirin stand hier drinnen, dass man. Wer ist nicht zur Hand, nehmt Zucker. Also wir können einfach Zucker nehmen. Hier, guck mal, die voll professionellen Löffel. Weiß nicht, ob man da noch was anmachen sollte. Doch, noch mehr Öl. Mal hol, ich hole schon mal was. Und zwar hole ich, der eigentliche Grund, dass ich das nicht mehr mache, weil ich bin ja vorbereitet. Ich möchte nicht, war ja dieses Jahr in Japan, habe mir was gekauft. Das möchte ich nämlich dieses Jahr auch mal ausprobieren oder mal benutzen. Und zwar habe ich hier eine Schale mit so einem typischen Löffel, die es dafür gibt. Und halt die Stäbchen. Die stelle ich jetzt auf den Tisch, das seht ihr jetzt nicht. Aber es ist anwesend. Kurz einmal, dann mir und so ist und kurz immer eine Hühnerbrühe ebenfalls hinzugeben. Also Zucker. Zucker brauche ich. Den raffinierten Jahreszucker. Und wie viel Sojasauce? 3 Teelöffel. Teelöffel? Das ist Teelöffel. Zwei Teelöffel Zucker. Mir, also so. Machen wir 1, 2 daran. Das ist ja noch zu. Super. 3 Teelöffel Sojasauce. Ups. 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 Und dann 1 Liter Brühe. Ach scheiße, musst du das in den warm machen? Oh, jetzt hab ich's verkackt. Die Brühe musst du doch warm Wasser mit kochendem Wasser gießen. Scheiße! Scheiße! Das hätte ich vielleicht die ganze Zeit mal machen können, hier ist Wasser warm. Jetzt hab ich die Sojasauce und alles schon drin. Ja, irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo man langsam anfängt, irgendwas zu verkacken. Also, Wasser kocht.
Ja. Gut. Also es hapert eigentlich gerade nur noch da dran, ne? Wir können ja inzwischen schon mal die Eier schälen. Damit wir noch was Sinnvolles gemacht haben heute. Mein Wasser ist fertig. Also, wir füllen jetzt hier 1 Liter Wasser rein. Elegant, das gute Fleisch. Das passt nämlich genau hier drauf. Aber wir schneiden jetzt Fleisch auf. Ich hoffe mal, dass... nichts runterfällt. Wie ist denn das so schwer zu schneiden, weil das Messer so übelst unscharf ist? Nicht nachmachen, Kinders. Lecker, lecker, lecker! So, jetzt nehmen wir das Messer hinten. Ich denke, damit geht es besser. Ja, definitiv. Jetzt müsste man die Nudeln da rausnehmen. Und die muss ich ja bloß kochen lassen, nicht da drauf. So, wir nehmen jetzt die Nudeln. Ich hätte eigentlich mein Japan-T-Shirt anziehen sollen, fällt mir jetzt erst ein. Hauen die hier rein. So. Ich denke, das reicht an Nudeln. Ich weiß halt nicht, wie viel. Dann kommt die Soße drüber. Sieht lecker aus, ja. Und das waren bisher nur die Nudeln, ne? Wichtig ist, dass es hier richtig schwimmt drin. So ungefähr. Also Ramen ist wirklich in China, also in Japan. Wenn irgendeiner von euch mal nach Japan kommen sollte, dann Ramen essen. Ich habe das fast jeden Tag dort gegessen. So, und dann müsst ihr eigentlich alles, was du nur noch machen musst, ist jetzt das Zeug hier drauflegen. Was anderes ist das nicht. Es wird jetzt einfach nur draufgelegt. Das Ei wird draufgelegt. Dann kommt ein bisschen verdünnen. Zwiebellauche drauf. Und halt die Fleischstückchen noch. So. Und. Voila. Das war's. Müssen wir hier kurz ein Bild machen. So sieht. Heiß! Das ist überhaupt nicht schwer. Fällt immer. Also, wir probieren als erstes mal die Soße mit dem tollen Löffel. Alter, die schmeckt halt übelst, aber übelst extrem nach Ingwer und Knoblauch. Alter! Wenn ihr das selber mal nachguckt. Eigentlich so übelst ölig. Also wir lernen daraus beim nächsten Mal weniger Öl, weil hier schwimmen echte Fettölblasen oben drauf. Weniger Öl. Schlürfen ist ganz wichtig, ne? Weil schlürfen musst du. So, es muss festgehalten werden. Also definitiv beim nächsten Mal weniger Öl. Weniger Ingwer und weniger Knoblauch. Weil das ist zu viel, das ist echt zu viel. Du merkst nichts anderes. Überraschenderweise noch Ingwer und Knoblauch. Roni könnte vielleicht recht haben. Ja, die Butter war beim Fleisch. Zum Fleisch kommen wir auch gleich. Jetzt kommt der große Moment. Stäbchen essen. Ich habe das jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht. Ich hab's dort in Tokio, wartet mir noch 10 Tage, ich hab's dort drauf gehabt, ne? Die Nudeln sind geil. Wir probieren erstmal das Stück Fleisch. Jetzt ist da eine Nudel mit dran. Wir probieren das Stück Fleisch. Ja.
verwirrendes Ei. Ja. Weil die haben im Endeffekt ist nur die Geschmack. Ich krieg das hin. Wartet kurz. Na gut. Aber Nudeln an sich halt. Mit der Soße geht. Es gibt ja, bei Ramen gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie du Nudeln selber machen kannst. Ja, wie du, mit was du anfängst. Du kannst, das war also eigentlich eine Hühnerbrühe. Aber du kannst auch, kannst du eine Gemüsebrühe machen, glaube ich. Gibt viele Seiten, ja, viele Möglichkeiten. Ja, in Japan gemerkt, der Ramen, ich esse jetzt meine Hasenkeule mit Blöse und Rotkraut, schmecker. Ja. Da hast du gesehen, in Japan war auch so, jedes Ramenrezept hat anders geschmeckt.